der Kaffee ist klar. Nun können deine Damen kommen. Oma! Wer ist da? Der Kaffee ist da. Nun können deine Damen kommen. Ach so, ja. Ja, ja, die Damen. Ich danke dir auch, mein Dirn, ja. Nett, dass du dich immer so um mich kümmerst. Ja, 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 ja. Wenn ich dich nicht hätte. Mach ich doch gern, Oma. Macht mir gar nichts. Ja. Mein Zeit. Hast dich schon wieder freigestrampelt? Was? Ja. Geht das so mit der Decke, Oma? Ja, bist du fein. Dann hole ich noch die Rommelkarten. Ne? Ja. So. Und den Block. Und dann haben wir alles parat. Die Karten gehören in der Mitte auf den Tisch. Aber Frau Wagen sitzt doch immer hier und fängt auch immer hier an zu mischen. Das macht sie doch schon seit 10 Jahren. Trotzdem, die Karten gehören in der Mitte. Der Block auch gehört auch in der Mitte. Oma, das ist ja lächerlich. Lisa Carstens muss doch immer schreiben, auch wenn sie das gar nicht will. Da kann ich ihr den Block doch auch gleich hier hinlegen. Ja, das ist nun mal so. Das war immer so und bleibt auch so in der Mitte. Alte Leute und kleine Kinder, das ist doch dasselbe. Bei euch muss wohl immer alles gleich ablaufen, was? Das ist ja wie so ein Ritual. Das ist nun mal so. Wir gehen da kein Stück von ab. Mir egal, ob dich das amüsiert oder nicht. Ich sag ja schon gar nichts mehr, Oma. Guck mal an, du, da sind sie ja schon. Ja. Das muss man ihnen lassen. Immer pünktlich auf die Minute. Und das schon seit über 10 Jahren. Seit 10 Jahren ja. Schon. Ja, auf die beiden ist Verlass, du. Ja, ja. Na ja, was haben wir denn noch anders, ne? Nix mehr. Nur wo wir alleine sind, ne? Die Kerls sind tot. Bloß unser Rommi spielt 2-mal die Woche. Ach ja. Oma, ich hab einen Vorschlag. Ja? Ich will sie mal reinlassen, ne? Mann, ist das langweilig. Ja, danke auch. Ja, mein Gott. Danke wieder. Du wirst ja immer hübscher. Ja, Tina. Ja, ja, ja. Dann kommen Sie mal rein. Ja, dann kommen Sie mal rein hier. Zack, 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 zack. Natter, meine Beste. Natter. Na, wie geht es dir denn heute? Ja, wie geht es dir denn? Nett, dass ihr fragt, geht so. Das Herz, das puckert nicht so, wie es soll. So? Man, wenn man älter wird, muss man sich daran gewöhnen, ne? Ja, ja. Was sagt denn der Doktor dazu? Was sie immer sagen, wenn sie nicht weiter wissen. Schonen sie sich. Sie, und das tue ich ja gerade. Ach ja, das ist schon Kreuz. Darf ich Ihnen die Mäntel abnehmen? Ja, ja, das wäre nett, mein Herr. Erstmal die Tasche. Ja, so, wunderbar. So. Lass mal ja. Den Mantel habe ich schon mal. Ja, den auch. So. Und den hier, den habe ich auch. So. Und was ist mit dem Hut? Oh, Moment. Vorsicht. So. Ja. So. Mein auch. Den auch. Oma, wenn du mich dann nicht mehr brauchst, dann gehe ich jetzt. Mein Freund wartet auf mich. Hast du denn schon wieder 9? Nee, das ist immer noch derselbe. Scheint ja was Ernstes zu werden. Das scheint fast so, ne? Also dann viel Spaß und tschüss. Tschüss. Vergiss die Schlüssel nicht, sonst musst du wieder pingeln. Hab ich schon, Oma. Fein, mein Dir. Fein. Nun setzt euch doch hin. Nee, ich war ja wohl tüdelig. So. Wer schreibt? Lisa. Warum immer ich? Weil du das immer machst. Ich habe keine Lust dazu. Es ist immer so anstrengend, das alte Rechnen. Ne? Das hält deinen Grips in Schwung. Nur mal zu. Mach aber nicht. Also jedes Mal seit 10 Jahren machst du denselben Ärger. Da muss ich doch schon dran gewöhnt haben. Da gewöhne ich mich nie nicht an. Ne? Wollen wir nun klönen oder kappen? Spiel. Hier. Ja, immer auf die Kleinen, ne? Ist ja egal. Immer her, ne? Gottes Willen.
So, danke schön. So, Lisa, geht's? Ja, komm's an. Ja. Oh, beide Glieder. So. So. Siehst du mal. Ganz gut, ne? Geht. Das ist doch viel zu heiß. Naja. So, dann wollen wir mal. Jo. Augenzahl ist wieder 9, oder? Wie immer. Mhm. Ihr nehmt euch was, nicht? Ja. Meine Güte. Schon, was soll ich damit anfangen? Warte. Ja. Das sieht gut aus. So, ja. Lisa, fang an. Sofort. Das ist. Ja. Schönes Wetter draußen. Gar nicht kalt. Ja, und der Wind. Was? Ist auch nicht mehr so gräsig. So? Ja. Ich war heute noch gar nicht draußen. Kerstin war zum Einkaufen. Für was anderes braucht einer ja nicht raus, ne? Bloß mal nach dem Doktor. Ach. Mhm. Und sonst. Ach, nee. Ich glaube, ich kann da was ablegen. Oh, guck mal nicht so früh, ich habe noch so viele Karten. Was gibt's denn Neues vor Paris? Was singen Sie da für Lieder? Apropos Lieder. Freitag war ich zur Beerdigung. Wer ist denn gestorben? Hinni Jensen. Oh. Ja. 66 ist er geworden. Das ist auch noch kein Alter zum Sterben. Nee. Kannst aber nichts am machen, ne? Eines Tages sind wir auch in der Reihe, ne? Wollen's nicht hoffen, ne? Naja, ich weiß nicht so recht. Wenn ich dann Ella Putenschön denke, die wäre bestimmt froh, wenn sie aus dem Heim raustragen würden. Und wenn's mit den Füßen voran ist. Ella? Aber die ist doch in dem schönen Heim da draußen am Wald. Oh, schön ist gut. Das ist eine Schande. Hm? Also da fehlt es an allem. Ja. Erstmal haben sie nicht genug Leute für die Pflege. Ja, und im Saal, wo sie essen, da plattert das bei Regen durch. Neu angestrichen müsste das ganze Ding auch mal werden. Sowas hat er nicht erlebt. Kann's bald keinen mehr reinlassen. Ich kann ablegen hier. Was? Bitte. Oh. 9. Mensch, so ein Cheat mit. Ich hab die ganze Hand noch voll, du. Das schafft Punkte. Wie viel hast du denn? Warte mal, 93. Du. 93. Und du? 67. 67. Wunderbar. Macht man so weiter. Und gleich mischen. Ja, gleich mischen. Ja, also, was ich hab. Wie gehabt, ne? Ja. Du sag mal, Emir, das Heim, nicht? Das gehört doch der Stadt, nicht? Warum bringen Sie das denn nicht wieder in Ordnung, was? Da fehlt es an. Nicht mal für die nötigsten Sachen, die heil gemacht werden müssen. Ich sag ja, eine Schande ist das. Für alte Leute wird nicht mehr so viel ausgegeben. Schade, dass ich nicht so viel Geld habe. Dafür würde ich es gerne hergeben. Ja, die Leute im Heim geben sich die größte Mühe. Aber das hilft nichts. Tja, Geld müsste man haben. Hast du aber nicht, ne? Du wirst auf deine alten Tage noch eine Bank überfallen. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber dösig ist das trotzdem, wenn man nicht helfen kann. Fertig! Nee, das stimmt doch nicht. Das gibt's doch gar nicht. 122! Herz! Du bist ein Ass, bist du. Ja. Ja, also, eigentlich wollte ich meine Mutter ja auch mal in das Heim da bringen. Und wenn du sowas erzählst, dann kann man das doch nicht machen, ne? Nee, so wie es da nur ist, würde ich sie da nicht hinbringen. Nee, nee. Ich habe sogar gehört, dass sie ein paar von den Alten gar nicht mehr aus dem Bett rauskriegen. Was? Ja, weil sie keine Zeit und Leute haben, sie anzuziehen und auf den Stuhl zu setzen. Über Tag gibt es da für 20 alte Leute nur einen Pfleger. Gott, und nachts, das will ich euch gar nicht erst erzählen. Viele von denen müssen ruhig gestellt werden, damit sie keine Arbeit machen. Und nun kommst du. Also, da muss man doch was gegen tun, nicht? Ja, was?
Vielleicht doch eine Bank überfallen, ne? Eigentlich ist das ein interessanter Einfall, du. Drei alte Frauen überfallen eine Bank. Hat's sowas schon mal gegeben, du? Ich hab keine Ahnung. Die wird dir noch totlachen. Die muss doch gleich mal Schlawittchen. Das stimmt, aber eine tolle Sache wäre das trotzdem, du. Man müsste das natürlich ein bisschen schlau anfangen. Ne? Wenn man das nicht mehr so in den Beinen hat, muss man das hier oben haben. Ne? Du fang ja zu tun, Hertha. Spiel lieber. Ich sehe Hertha schon das Geld einstecken. Ne? Schönen guten Tag auch. Ach, seien Sie bitte so nett und packen Sie alles an Geld zusammen, was Sie haben. Es ist ein Überfall. Ja? Und wenn es geht, zwischen einen kleinen Schein, hübsch verpackt, es soll ein Geschenk werden. Hertha, oder mit der Knarre hier, peng, peng. Ne? Ich glaube, die machen sich vor Lachenbad in die Büchse. Ja, nun snack du nicht auch noch so einen Tönkram. Komm, spiel weiter. Ja, ich meine, also, so kann man das natürlich nicht anfangen, ne? Nee, das muss man ausklamüstern, ne? Wann die beste Zeit ist und wenn sich das lohnt. Und dann muss man ja nur erstmal eine Bank finden, ne? Ja, du bist ja ein richtiger Profi. Ja, ich weiß Bescheid, ne? Ich guck da genug Krimis, ne? Also, eine Bank finden ist ja gar nicht so schwer, ne? Wir haben ja doch gleich gegenüber die Sparkasse. Ich hab mein Geld da auch. Also ich will Karten spielen und keine Bank ausrauben. Die armen Leute im Heim. Schade. Wir können ja Bazar machen. Oh Gott, oh Gott. Ja. Wir machen Bazar. Genug alten Kram haben wir ja. So, was kommt dabei raus, wa? Nee, also... Das ist ganz was anderes, ja, ne? Ja. Ich muss Herr da recht geben, ja. Weißt du? Da muss ein bisschen mehr bei rausspringen, ne? Nee, also so eine Bank, du, die hat bestimmt was mehr zu bieten, du. Ja, setz dich hin und hör sofort mit diesem Tönkram auf. Ich will da nichts mehr von wissen. Mit sowas macht ein anständiger Mensch keinen Spaß. Nee, nein, hat wirklich recht, Herr da. Weißt du, die Sache ist zwar nur mal zu groß für uns. Ja, so groß ist die Filiale nun auch wieder. Aber ich könnte ja mal meinen Schwiegersohn so ein bisschen aushorchen. Der arbeitet da doch. Wenn auch. Fällt doch auf, drei alte Damen. Oh, ja, aber wir müssen uns was einfallen lassen, du. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, warum denn nicht? Aus Spaß können wir uns doch mal ein bisschen ausdenken. Das ist mal was anderes als eure elendige Kartenspielen gehen. Also ohne mich, das sage ich euch. Ich lasse mich doch nicht auf so einen verrückten Einfall ein. Wenn das doch bloß ein Spaß ist. Aber die Idee gefällt mir. Das ist ja wie im Kriminalroman. Ach nichts. Nun komm doch mal hoch und guck dir das an. Was soll ich mir angucken? Ja, die Sparkasse. Ist das nicht eine nette, feine Kasse? Bitte. Die wartet doch schon auf uns. Ja und? Ich kann da nichts Feines anfinden. Und wie Lisa schon sagt, drei Damen fallen auf. Was denn hier? Aber das muss doch eine Möglichkeit geben, mich. Nun streng euren Grips auch mal ein bisschen an. Oh, ich denke ja gar nicht daran. Tja, also mir fällt nichts ein. Das wundert mich gar nicht. Ich glaub, ich hab's. Ja, nun mach raus mit der Sprache. Nö. Ich muss ja nicht, wenn das hier keiner will, ne? Wie denn? Bin ich vielleicht keiner? Nun mach nicht so ein Theater. Red schon. Na also. Wenn sie nun mal nicht drei Damen zu sehen kriegen, was ist denn? Ja, was sehen sie denn? Plus zwei. Nun schnack doch nicht. Das gibt Männer, die ziehen sich Frauenkleider an. Also Hertha, so ein Schweinkram gehört nicht hierher. Oh, ich verstehe nicht. Das ist doch nicht so schwer zu begreifen. Wir gehen als Männer in die Sparkasse rein, nehmen das Geld und hauen wieder ab. Ja, ganz einfach, nicht? Ein Tag auch Geld heraus. Ja, wenn das so einfach wäre, dann hätten das schon mehr Leute ausprobiert. Komm, setz dich hin und spiel weiter. Wer ist an der Reihe? Ich glaub ich. Ne? Hertha, mach zu, du sollst aufnehmen. Ja. Hertha! Ja! Überleg doch mal, wir drei gehen als Männer verkleidet da rein. Halt, stopp! Da ist schon ein Fehler drin. Och, ich würde doch nie als Mann rumlaufen. Nee, das kann ich mir bei dir auch nicht vorstellen. Ne? Du würdest in der Kletterhose doch andersrum aussehen. Ne? Dir nimmt doch keiner den Kerl ab, so etipetete wie du bist. Nun kommt es am Tag, was ihr von mir haltet.
zu Edipetete bin ich euch. Ach nee, nun schnapp doch nicht gleich wieder ein. Nee. War doch nicht so gemeint. Nee. Wollen wir weiterspielen? Hertha, misch mal, ne? Familie, so. Natürlich. Ja, also wiedererkennen würde uns keiner. Die Polizei würde Männer suchen, das steht schon mal fest. Ja, dann müssen wir aber auch überzeugend Männer spielen. Und das können wir nicht. Wir können das ja üben. Lisa hat recht, kommt schon auf den Versuch an. Oh, und das ist so einfach. Ja, und wo kriegen wir die Kledage her? Gib doch ein Kostümverleih. Ja, und wenn denn die Polizei nachforscht, dann haben sie uns gleich beim Schlawittchen. Schade, dass ich die Kledage von meinen Eulen nicht mehr habe. Habe ich letztes Jahr alles weggegeben. Lisa, du bist ein Schatz. Das ist es. Was ist es? Wieso bin ich ein Schatz? Ich habe die Kledage von meinem Alten noch im Schrank hängen. Ich konnte mich da nicht so schnell von trennen. Und von der Größe müsste es hinkommen. Also nun wird's mir aber zu doll. Wir können das doch mal ausprobieren. Na, wie das wohl aussieht. Wenn auch, überleg doch mal. Auch als Männer kommen wir da nicht heil wieder raus. Ja, und das eine sage ich euch. Mit einem Revolver und so will ich nichts zu tun haben. Nee, ich auch nicht. Ich kann kein Blut sehen. Gewalt kommt überhaupt nicht in Frage. Also erstmal muss das eine dicke Überraschung geben. Und dann müssen die Leute so abgelenkt werden, dass sie uns gar nicht so schnell hinterherlaufen können. Aber wie sollen wir sie ablenken? Mir fällt da nichts ein. Ja, mir auch nicht. Meine Güte, nur mal kurz schnacken und schnacken. Hertha? Ja? Zeig uns aber das Zeug von deinem Mann. Ja, Zeug von meinem Mann. Mhm. Könnt ihr haben. Mhm. Ja, in Ordnung. Ich suche schon mal so ein paar Anzüge raus. Ja. Nicht? Also Lisa, mir gefällt das alles nicht so recht. Ich kann mich da so richtig über amüsieren. Du. Und Hertha auch. Ich habe sie schon lange nicht mehr so aufgekratzt gesehen. Oh, da muss ich dir recht geben. Die ist ja fast so, als wenn sie aufgezogen hätten. Ja, ne? Bis jetzt war sie nie so. Nee. Oh Gott, ich sehe das schon in der Bild-Zeitung. Banküberfall als Verjüngungskur. Mann, gut, dass das nur ein Spiel ist. Ist das das? Meinst du, dass sie das ernst meint? Mhm. Ach, das kann ich mir nicht denken. So dösiges Hertha nun auch wieder nicht. Also ich meine das jedenfalls nicht ernst. Na, ich auch nicht. Aber Hertha, ich hätte bestimmt Spaß daran. Auszuhecken, du, pass doch auf. Na ja, gib neuen Schwung. Ach, schön, spielen wir das Theater mit, wenn wir damit Gefallen tun. Na, hier, was meint ihr von diesen beiden hier? Sind die nicht schmuck? Ein bisschen altmodisch, find's nicht. Ja. Na und? Wir wollen doch keine Modenschau machen. Und dann sind das ja auch ältere Männer. Ja, ja. Aber das sind ja mal bloß zwei. Zwei? Ja. Mehr hat er ja auch nicht gebraucht, ne? Einer für Sonntags und einer für Hochzeiten und Beerdigungen und so. Aber sind ja bloß wieder Ketzen. Wo sind denn die Hosen? Hosen? Ach ne. Zu den Hosen bin ich noch zu traurig zu. Aber du hast Schluss mit Pietät und Takt. Hier mit den Büchsen. Ja, und wer soll die beiden anziehen? Ich melde mich freiwillig. Kann mich du schon amüsieren. Ne? Vater, darf ich mir einen aussuchen? Ja, natürlich, bitteschön. Ja, dann will ich das Schwarze. Mhm. Schwarz macht schlank. Ja. Du willst gleich mal eben anprobieren? Ich kann es ja gar nicht mehr abwarten. Ich bin so aufregend. Oder so ein Spur. Du, da hinten auch ein Spiegel. Ja, deine goldene Ratte. Hertha, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Nee. Ich habe Angst. Warum das denn? Ja, Lisa könnte da Geschmack dran finden an so einer Komödie. Sie ist nicht gerade eine von den Klügsten. Also mir gefällt das so gut. Dir denn nicht? Nee, nicht direkt. Oh, du kommst her. Ich bin da so ein bisschen anders bei. Wir werden doch sehen, was dabei rauskommt. Ja, gerade davor habe ich Angst. Oh, mit Agnes. Nun guck dir die Jacke doch erstmal an.
Guck mal hier, das ist so eine schöne Farbe. Die würde so schön zu dir passen, als was Elegantes. Wie genau für dich gemacht. Meinst du das? Na, was meinst du? Ach, ich weiß nicht. Ich komme doch ein bisschen dösig dabei vor. Warum das denn? Komm her. Wir nehmen erst den linken Arm, nicht so. Wir sind ja doch bloß bei mir. Und dann nehmen wir noch den rechten Arm. Du kannst dich ja vorstellen. Agnes, das habe ich nicht gewollt. Agnes, du sag doch was. Hertha, was sollen wir denn bloß machen? Wie konnten wir uns denn bloß so erschrecken? Mir wäre ja auch mal das Herz stehen geblieben. War doch bloß Spaß. Ja, fein Spaß. Agnes, du krieg dich doch wieder ein, Mann. Gottes Willen, du komm her. Komm, wir bringen sie erstmal auf den Sessel. Komm, ja, so. Und ja, dann rückwärts. Rüber und rückwärts. Jawohl. Ja, so ist ja, gut. So ist gut. So. Mensch, du fächer dir ein bisschen Luft zu. Ich hole schon eben ein Glas Wasser, nicht? Ja, ja. Luft. Komm, nee, Luft. Hier. Luft. Ah! Hertha, sie klappt ja zusammen. Ich bin da. So. Oh Gott. Agnes, trink das. Sie rührt sich nicht. Das sehe ich auch. Machen wir anders. Was habe ich gesagt? Na Gott sei Dank, sie lebt noch, sie ist wieder da. Aber Agnes, wie kannst du das so verjagen? Was ich euch? Ja. Du bist es doch gewesen mit deinem Blödsinn. Ich dachte schon, meine letzte Stunde hätte geschlagen. Ist doch nichts passiert. Haben noch mal Glück gehabt. Ja. Ja, und dir ist wohl nichts Besseres eingefallen, als mir so ein nasses Tuch ins Gesicht zu schmeißen. Halt auf, du machst mein Fifi kaputt. Also, das tut mir leid, aber sonst hätte ich dich doch nicht wieder hochgekriegt. Da kann ich nachher nichts verkaufen. So. Na? Ja, wie siehst du denn aus? Ja, nicht schlecht, was? Nee. Vor allem deine Schuhe passen so gut dazu. Jawohl. Ja, machen aus dir so einen richtigen deutschen Kerl. Ach, Lisse, wie geht dir das nun? Ich lebe noch. Bin wieder in Ordnung. Das ist fein. Dann tu mir den Gefallen und zieh auch noch eben die Hose an. Oh ja, die auch dazu. Keine Ausrede, wir wollen sehen, ob dir die passt hier. In Ordnung, wenn's denn Ende hat. Die hält nicht viel von deinem Plan, Herr. Ach, lasse du, das gibt sich noch. Du sollst mal sehen, wenn wir das echt richtig so von Anna haben, nicht, dann ist sie da ganz und gar dabei. Na, wenn du doch mal recht hast, du. Bloß bei dir, da fehlt noch was. Hm? Du, ich geh mal schnell auf den Boden. Nee, das sind, glaube ich, noch ein paar alte Schuhe von meinem Mann. Oh Gott, die alten Schuhe von deinem Mann. Na, Hemd und Schlips ist auch nötig. Nee? Mhm. Du, und dein Haken, das geht ja so auch nicht. Nee? Und du, ich habe noch einen schwarzen Hut von meinem Ohr. Ja, den bringst du nächstes Mal mit und für das andere sorg ich. Na, wie sehe ich aus? Wie Johannes hieß es in seiner Glanzzeit. Du, wie dir das steht. Ne? Du, hätte ich nicht gedacht. Mann, die Büchse ist viel zu weit. Die muss ich ein bisschen zusammenbinden. Zeig mal ihm her. Das haben wir auch gleich. Oh ja, Lisa, gib mal ihm schnell das Kissen daher. Ja, ich sehe schon. Du bist du verrückt. Nix da. Nee, so ist der Gehein. So muss es gehen. Und Bruch, und Bruch. Ja, ja, nun guck mal, wie sehe ich aus? Fett! Das will ich aber nicht! Ach, du lass das da doch drin! So kennt dich keiner wieder, glaub mir das! Na gut! Ja, und sag mal, was ist denn eigentlich mit dir?
Ich werde die Ablenkung übernehmen. Na, na, wo soll das denn gehen, ne? Ich krieg Herzklabaster und fall in Ohnmacht. Damit macht man keinen Spaß. Ihr wisst doch, dass das nicht ernst Mann, ist. Nee. Hauptsache ist, ihr kommt aus der Sparkasse wieder rauf. Nee. Besser wäre, dass wir gehen da gar nicht erst rein. Denk du mal an das viele Geld für die armen Leute, die das brauchen können, ne? Ja, das war alles Tünkram. Da kommen wir nicht mehr durch. Das, meine Damen, kommt auf einen Versuch an. Pünktlich 14.30 Uhr, ein Angestellter schließt die Tür auf. Ein Kunde geht hinein. Oh, Mensch, das freut mich. So genau sind du. Da kannst du meist die Uhr nachstellen. Ja, dann muss er eben kommen. Ich kriege das leider nicht hin. Ich stelle genau an. Alles passt hier nicht. Ja, ist in Ordnung. Redet und redet. Kann ich mir vorstellen, ja. Du, ich hab's begriffen. Ja. Ich komm gleich. Ja, sie hat das begriffen. Sie kommt gleich. Da was denn? Nicht zu glauben, nicht zu glauben. Jeden Tag was Neues. Was ist denn bloß los? Ihr bringt euch noch gegenseitig um, Mann! Oh, was hält sie denn hier? Du kommst erst mal mit dem Bad drin hier. Hallo, Oma! Ich bin das! Keiner da? Das ist ja komisch. Warum? Na, heute ist doch wieder Rommi-Tag. Vielleicht haben Sie heute keine Lust. Auf was? Seit 10 Jahren kommen die schon zusammen. Das haben Sie noch nie ausfallen lassen. Wenn Sie was anderes vorhaben? Was wichtiger ist? Das möchte ich ja mal wissen, was das sein soll. Was Wichtigeres als Ihr Rommi-Tag? Das gibt's gar nicht. Die müssen in der Nähe sein. Die Mäntel hängen doch auch draußen am Haken. Oma! Hallo! Keiner da. Na, lass uns mal gehen. Kommen wir später nochmal wieder. Das könnte dir wohl so passen, was? So rechte Lust hast du ja sowieso nicht dazu, dass ich dich meiner Oma vorstelle. Gib ich ja zu. Ist nicht mein Ding, sowas. Nachher denkt deine Oma gleich, ich wollte dich heiraten. Ja und? Willst du das denn nicht? Ich hab gedacht, du hast mich lieb. Hab ich doch auch. Das weißt du doch, oder nicht? Ja, ich glaub, das weiß ich. Aber deswegen muss man doch nicht zum Standesamt laufen. Jedenfalls nicht gleich. Und jetzt komm. Hast du Lust, essen zu gehen? Hm? Ich hab heute Mittag nichts gekriegt. Mein Vater hat so aufgeregt erzählt, dass meine Mutter sich mit Migräne hingelegt hat. Boah, Zeit, das muss ja was Wichtiges gewesen sein. Ja, das war das auch, du. Eigentlich darf ich dir das gar nicht erzählen, aber wenn du mir versprichst, dass du es nicht weiter sagst... Ich schwöre. Die Bank, in der mein Vater arbeitet, muss heute und morgen auf einen großen Haufen Geld aufpassen. In der Zentrale stimmt irgendwas mit dem Tresor nicht. Und so lange muss das Geld nun woanders liegen, bis sie das wieder klar haben. Einen großen Haufen Geld? Das ist ja interessant. Und jetzt musst du dir die Aufregung von meinem Vater vorstellen. Er hat da so ein bisschen mit die Verantwortung in der Bank. So viel Geld würde mich auch aufregen. Aber erzähl das bloß keinem. Ich komme in Teufels Küche, wenn das rauskommt. Kannst dich drauf verlassen. Wo wollen wir hin zum Essen? Italiener? Ich lade dich ein. Ach du, Scampis wären schön. Scampis? Ich hatte mir so an Pizza gedacht. Pizza mit Scampis? Na gut, wenn es denn sein muss. Der Manto. Ich schreibe Oma schnell noch was auf, dann weiß sie, dass ich hier war. Jo, Kerstin. Was ist denn? Ich wollte dich fragen, ob du mir nicht 50 Mark leihen kannst. Ich bin im Moment nicht flüssig. Schon wieder? Ich hab dir doch erst vorgestern was gegeben. Ja, was sind heutzutage schon 50 Mark? Du stehst bei mir schon mit 500 Mark in der Kreide. Sag mal, was machst du eigentlich mit dem vielen Geld? Ich hatte da so ein paar Transaktionen. Transaktionen? Hey, nur hab dich nicht so, du kriegst es ja wieder.
Das habe ich doch schon ein paar Mal gehört. Gut, gut, wenn du das so siehst, lassen wir das. Na, nun soll man nicht gleich wieder mucksch. Wenn du kein Vertrauen zu mir hast, bitte, das ist deine Sache. Hab ich doch. Immer schnappst du gleich ein. Das macht mich immer ein bisschen traurig. Ich kann auch nichts dafür. Oh, ohne Thünbüdel. Du kriegst ja das Geld. Ist jetzt wieder gut? Ich vergeb dir. Und jetzt komm, sonst wird die Pizza kalt. Komisch. Was ist? Na hier, der Zettel. Das ist Omas Schrift, aber ich werd da nicht klug draus. Lies mal vor. Nee, du, das geht mich auch eigentlich gar nichts an. 14:25, Zeitvergleich. 14:30 B-Punkt. 14:31 H geht in B-Punkt. 14:32 A und L in B-Punkt. Und so weiter. Und hier unten steht, 14:30, ein Angestellter schließt die Tür auf. Ein Kunde geht hinein. Wirst du da klug draus? Sei mal her. Ja, das hier 14:30 und so, das sind Zeitangaben, da bin ich mir ganz sicher. Aber mit den Buchstaben, da fällt mir nichts so ein. H-B-A-L. Da fällt mir auch nichts so ein. Wie heißt deine Oma mit Vornamen? Hertha. Na, Hertha fängt mit dem H an, das steht für ihren Namen. Dann steht L für Lisa und A für Agnes. Das sind ihre Freundinnen. Ah. Aber was ist mit dem B-Punkt? Ich kenne keinen, der mit B anfängt. Lass mal gucken. 14:31 H, also Hertha, geht in B. Der B ist kein Mensch, das muss ein Haus sein oder sowas. Bahnhof fängt mit dem B an. Nee, nee. Da schließt kein Angestellter die Tür auf. Wenn das nicht so abwegig wäre, würde ich sagen, die drei wollen eine Bank überfallen. Sag mal, spinnst du? Ja, überleg doch mal. Zeitvergleich, Kunde. Das Ganze sieht doch aus, als hätten sie da was ausbaldowert. Ja, da hast du recht. Wenn ich da so drüber nachdenke, Oma war in der letzten Zeit wirklich sonderbar. Sie hat immer mit Papa über die Bank gesprochen. Das ging uns allen auf die Nerven. So komisch, wie das klingt, ich halte das fast für möglich. Oh Gott. Das ist ja eine tolle Geschichte. Ich kann mich totlachen. Na, du dich vielleicht, ich mich nicht. Überleg doch mal. So alt wie die drei sind, die haben sie doch gleich. Und Oma im Knast, das geht ja nun wirklich nicht. Wenn ich bloß wüsste, welche Bank gemeint ist. Na, das ist doch nicht so schwer. Die Sparkasse gleich gegenüber, wo dein Vater arbeitet. Und wo im Augenblick so viel Geld liegt. Das kann Oma doch gar nicht wissen. Das weiß ich doch auch erst seit heute Mittag. Aber ich glaube, du hast recht. Mein Gott, was mache ich denn jetzt? Das Beste ist, ich warne meinen Papa. Kommst du dir da nicht ein bisschen dösig bei vor? Papa, Oma plant einen Banküberfall auf deine Tür. Hört sich nicht besonders an, was? Nee, dein Papa hält dich für verrückt. Ja, und wenn er es glauben würde, dann käme er selbst in Teufelsküche. Überleg doch mal, was er ihr alles erzählt hat. Und wenn sie sie zu fassen kriegen, dann haben sie ihn auch. Am Ende glauben sie sogar, die beiden stecken unter einer Decke. Egal, was sie sagen. Wir können sie doch nicht in so einen Schlamassel reinlaufen lassen. Wenn da was passiert. Am Ende werden die drei noch totgeschossen. Du guckst zu viel Miami Vice. Das Wichtigste ist, wir müssen rauskriegen, wann das Ganze losgehen soll. Kannst du das aus dem Zettel rauslesen? Nee, das steht da nicht drauf. Aber ich muss das rauskriegen. Muss das aber ein bisschen raffiniert anfangen. Eine Frau, die sowas vorhat, merkt, wenn das Pferd von hinten aufgezäumt werden soll. Ich verstehe gar nicht, dass die drei keine Angst haben vom Knast. Das ist doch nichts mehr auf ihre alten Tage. Willst du ihn damit drohen? Ich glaube nicht, dass das klappt. Du, ich hab's. Wie wär's denn, wenn jetzt ein Kommissar käme, der ihnen Angst macht? Ich denke, du willst nicht zur Polizei. Will ich auch nicht. Wer sagt denn, dass das ein richtiger Kommissar ist? Er muss ihnen das nur gut vorspielen. Vorspielen? Na, die drei gucken doch alle Nase lang Krimis im Fernsehen. Ja, dann musst du aber erst mal einen finden, der das macht. Oh, den hab ich schon. Hm? Kommt ja gar nicht in Frage, das kann ich nicht. Doch, das kannst du. Bitte, tu mir den Gefallen. Hilf mir, dass Oma ihren Plan wieder aufgibt. Kerstin! Aber mir zuliebe. Kerstin, das kannst du nicht von mir verlangen. Wenn du das machst, dann brauchst du mir auch die 500 Mark nicht zurückzugeben. Na gut, dir zuliebe. Was soll ich tun? Na, das habe ich doch schon gesagt. Den Kommissar spielen, ihnen Angst machen und fertig. Wenn du das gemacht hast, dann tapperst du wieder nach Hause. Und wenn sie mich was fragen, was ich nicht weiß? Dann sagst du einfach, darüber darf ich nicht sprechen, das ist ein Dienstgeheimnis. Wenn sie von mir verlangen, dass ich mich ausweisen soll. Ja. Was das angeht, sind alte Leute schwer auf Draht.
Dann hältst du ihnen einfach deinen Personalausweis unter die Nase und machst ein bisschen schnell. Und vergiss nicht, ich bin ja auch noch da. Gut fühle ich mich nicht dabei. Das ist mir pottegal. Was? Hauptsache ist, Oma glaubt die Geschichte mit dem Kommissar. Und was ist doch ein bisschen länger? Die ist ja doch da. Ja, du mach mal, dass du wegkommst. Die darf dich hier nicht sehen, sonst kannst du den Kommissar doch nicht spielen. Und was ist mit deiner Scampi-Pizza? Mensch, Scampi-Pizza, ich muss nun zusehen, dass ich was rauskriege. Halt dich gar nicht lange im Schnack auf. Ich sag dir Bescheid. Also, Bescheid. Ja, das ist aber nicht alles in Ordnung hier. Das ist... Christine, du bist das? Ja, erkennst mich wieder. Nee, du, ich hatte nur nicht mit dir gerechnet, nicht? Hallo, Oma. Hallo, Kerstin. Wer war das denn? Ach, das war bloß mein Freund, der hat noch was zu besorgen. Eigentlich wollte ich ihn dir ja vorstellen, aber er konnte nicht warten. Ist auch besser so. Und was willst du? Oh, bloß mal nach dir gucken. Gucken? Ja, ob du was brauchst. Ob du was brauchst? Nee, ich brauch überhaupt nichts. Nee. Nett, dass du fragst, aber vielleicht ein andermal. Nee? Ja. War sonst noch was? Gott, bleib doch raus. Ist was, Oma? Nee, was soll denn hier wohl sein, nee, Kerstin? Du bist in der letzten Zeit so anders, stimmt was nicht? Nee, was soll denn hier wohl nicht stimmen, nee, Kerstin? Was willst du hier? Die Tür aufmachen, da will doch einer rauf. Nee, das geht nicht. Warum nicht? Klemmt sie? Ja, klemmt, ja. Vielleicht kann ich euch helfen. Nee, du, das dauert. Du, und so viel Zeit hast du gar nicht. So, dann mal wieder los. Die Zeit nehme ich mir, Oma. Ich kann euch doch nicht mit so einem Malheur sitzen lassen. Nee, lass mal, du. Die Tür geht nachher von alleine wieder. Ist wohl bloß ein bisschen verzogen, ne? Verzogen? Ja, die Tür meine ich, ne? Vielleicht feuchte Wohnung oder dergleichen? Ja, dergleichen wird das sein. Komisch, nicht, Oma? Findest du? Oma, du hältst doch mit irgendwas hinterm Berg. Willst du mich für dumm verkaufen? Wie meinst du das? Da im Schlafzimmer sind Lisa und Agnes. Und warum lässt du sie nicht raus? Naja, weil das nicht geht. Basta. Du sag mal, dein Freund, der wartet doch schon nicht. Willst nicht lieber hingehen? Der wartet nicht. Ich hab Zeit, du. Willst du dich nicht hinsetzen? Was? Ach so, ja. Ja, kann ich ja tun, ne? Ja. Das wundert mich ja, dass ihr heute gar nicht Karten spielt. Und gar keinen Kaffee auf dem Tisch. Ach du, soll ich uns eine schöne Tasse Kaffee machen? Nee, als Kaffee mögen wir heute nicht. Geht's euch nicht gut? Doch, best. Best. Prima. Du, ich will dich nicht aufhalten. Du hast bestimmt was Besseres vor, was? Nicht, dass ich wüsste. Willst du mich loswerden? Nee, warum sollte ich das wohl nicht? Oh, ich dachte bloß so. Ich gehe sowieso nicht eher hier weg, als bis ich weiß, was hier gespielt wird. Habt ihr irgendwas vor? Nee, was sollten wir denn wohl vorhaben, ne? Frau Bagen, Frau Carstens, Sie können rauskommen. Nee, das könnt ihr nicht. Bleibt da, wo ihr seid. Bist du dösig? Ja, warum denn? Wir können doch fein eine Tasse Kaffee trinken und ein bisschen schnacken. Nee. Na ja, gut. Also, wenn ich dir jetzt sage, nicht, was wir da draußen vorhaben, nicht, gehst du denn hinterher sofort nach Haus? Klar. Versprochen. Versprochen. Pass auf, wir probieren alte Klamotten an. Nicht? Und die beiden laufen da meist in Unterbüchsen rum. Unterbüchsen? Naja, so Schlüpfer, Hemd und so weiter, nicht? Ja, und das ist denn ja ein bisschen schnierlig, nicht, wenn da einer zuguckt. Nicht? Was denn für alte Klamotten? Also, alles so, was man so auf dem Boden findet, ne? Es gibt ja Sachen, die sind heute wieder in Mode. Und warum das? Naja, bloß mal so, ne? Aus Spaß! Oma, ich glaub, dir
kein Wort. Nee, was? Naja, also ist mir aber auch ziemlich egal, Juni. Also ich hab dir das jetzt erzählt und nun bitte ich dich, geh! Sag mal, willst du mich rausschmeißen? Nee, aber ich möchte ganz gern, dass du uns nur alleine lässt. Wir sind doch alt genug, auf uns selbst aufzupassen. Na gut, Oma, wenn du das partout so willst. Ja. Aber glaub mir, ich hätte dir wirklich gern geholfen. Weiß ich doch, mein Dir. Ne, zu dir mal gleich los. Ne, komm mal her. Mensch, Oma, mein Schlüssel. Ja, ja, siehst du was. Du, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Schönen Tag noch, Oma. Ich danke dir auch, mein Dir. Danke. Die Luft ist rein. Ihr könnt rauskommen. Agnes, du wunderbar, du. Also ich bin total überrascht, du. Weißt du was? Du siehst aus wie mein Onkel Gustav. Wer's nicht weiß, wird's nicht merken. Lisa, du wunderbar, du wirklich ausgezeichnet, nicht? Ja. Und du siehst aus wie Ekel Alfred. Mensch, dann hau das ja hin! Prima, du. Können wir so lassen, nicht so. Du, bloß dein Lipstick, der muss weg, Agnes. Ich hab doch bloß so einen kleinen Büschen. Ich komme sonst so nackt vor. Der muss weg! Hab ich dir doch gleich gesagt, sie wollte ja nicht auf mich hören. Ja. Was machst du nun denn? Du willst doch wohl nicht so los. Das sieht doch hübscher aus. Das trägt man so. Ach, aber doch kein Spitzentuch hier. Weg damit, steck in der Hosentasche weg. Komm. Herr, das ist nur ehrlich anfangen, kannst du nicht mehr abwarten. Denn fang doch an, ne? Du weißt Bescheid. Du läufst hier erstmal so ein bisschen auf und ab. Ne? Aber stopp. Denk dran, dass du ein Mann bist. Ja. Lisa kommt gerade vom Dampfer, du. Ihr seid gemein, das ist nämlich gar nicht so einfach, ne? Lisa, Lisa, Lisa. Aber lauf doch ganz normal, nicht? Hm? Bloß ein Tick männlicher, bitte versuch es, ja? Ja. Sie soll aufhören mit dem Lachen. Sag ihr das. Lass sie doch, sie meint das doch nicht böse. Ein Schritt weiter. Jawohl. Lisa, ernsthaft die noch einmal, ja, bitte. Wunderbar, können wir so lassen. Na also. So, du bist du an der Reihe. Alles. Schmerz, lass nach. Meine Güte, nur, also Agnes, Anne, das sieht man doch gleich, dass du eine Frau bist. Mach doch ein bisschen längere Schritte. Ja. Muss doch möglich sein. Das wird ja immer riesiger. Ne? Dumme Gans, halt dich zurück, kriegst gleich meine Ohren. Hilfe, Hilfe, sie wird brutal. Also, wie kleine Kinder. Ist nun bald genug. Sie ist angefangen mit Lachen. Das war ja zu komisch. Ich hab das für dieses geschafft. Bei dir wird das immer schlimmer. Halt auf, sag ich dir. Sonst weiß ich nicht, was ich tue. Halt, stopp. Ich will nichts mehr hören. Ja. Schluss aus. So. Agnes, wir machen noch ein paar Schritte, bitte. Was? Ich kann das nicht. Doch, du kannst. Menschenskind, hast du noch nie nicht John Wayne laufen sehen? Du wirst mich doch wohl nicht mit ihm vergleichen wollen. Nee, nee, kann ich mir bei dir auch nicht vorstellen. Agnes,
Stell dir doch mal vor, ne? Du hast 2 Wochen die meiste Zeit auf dem Pferd gesessen und steif wie so ein Bock kommst du da wieder runter und nun sollst du über die Straße laufen. Bitte versuch das. Wenn ich 2 Wochen auf dem Pferd sitzen würde, käme ich nirgends mehr hin. Der hätte bloß einen Wundenmoos. Du sollst das doch bloß mal versuchen. Meine Güte. Was ist das denn? John Wayne. Nee, das ist ein Pferd. Danke, danke. Können wir so gelten lassen. Bloß dein Gesicht muss ich so verziehen, sonst meinen die Leute, du hast Zahnschmerzen. Was soll ich denn noch machen? Na, weißt du, so ein Leute Grinchen, der kann ja nicht schaden. Ich weiß so, Cheese. Cheese. hör auf, das soll nicht auszuhalten. Das ist doch, lass mal. Ich warne dich, ihr könnt euren Kram allein machen, wenn sie nicht aufhören. Oh, Gott, oh, Gott, Gott, Zeit, dass wir weiterkommen. Ja. Wo ist sie schon wieder beleidigt? Agnes! Ja, wir spielen das nun erstmal richtig durch. Wie wir das abgemacht haben. Und von Anfang an. So, also, aufgepasst. So, alles beginnt wieder hier. Ja. So, ich komme hier so, hier so. Als erste rein, nicht so. Aber Herr, ich kann mir das doch nicht so richtig vorstellen. Weißt du, das sieht dir doch ganz anders aus als auf der Bank, ne? Du bist doch in der Zwischenzeit da auch mal gewesen. Muss sie das denken? Das kann sie ja mal nicht. Das kann sie. So, hier, nochmal gelaufen. Also, aufpassen, dies hier so, ist hier so, der Eingang. Ja. Und da kommst du rein. Ja! So, und nun der Tisch. Der muss jetzt mal zurück, muss quergestellt werden. Quergestellt werden? Ja, das ist die Kasse. Das ist die Kasse. Was ist los, Agnes, hier anfassen? Tisch zurück, quergestellt ja, und das hier. Geht los. Ja, das, und, aua, das war mein Fuß. Oh Gott. Du hier, Mensch. So geht's so, ja, das musst du hinkommen. Ja. Also, ja. Hier. Und wo ist das Geld? Ach so, ja, ohne Geld geht's ja nicht. Na, da denn. Selbstgemacht in dunkler Nacht. Oh, Herr! Oh, ja. Mensch, schickst du dir Scheine, oh, was? Das staunt ihr, ne? Du bist schon Ast, bist du ja. So, hier. Lisa, komm, steck weg. Brauchst du nachher zum Einpacken? Ja, ja. Was soll ich denn einpacken? Das Geld. Ach, und du, das Geld? Ach, bin ich gar nicht aufgekommen, du. Zack, das Geld, ja. Du, Hertha, ja. An eine Sache haben wir doch überhaupt nicht gedacht. Was sollen wir denn sagen? Ja, was sollen wir sagen? Ne? Ja, zu dem Kassierer. Hey, Tür, ist ein Überfall. Hände hoch, keine Bewegung. Der lacht sich doch kaputt. Wenn man Eindruck wird's nicht machen. Wie wär's denn damit? Also, bitte seien Sie freundlich und geben Sie das ganze Geld, was Sie haben. Dies hier ist sozusagen ein Überfall. Anders müssen wir Sie leider... Na, was müssen wir Sie denn leider? Weiß ich leider auch nicht. Naja, bisschen drohen müssen wir Ihnen. Sonst haut das nicht hin. Ja, wir brauchen eine Knarre. Und wir sind Ihnen nicht im Film. Schnack ordentlich. So ganz Unrecht hat sie nicht. Na, Gewalt gibt das nicht, das habe ich schon mal gesagt. Wir brauchen keine Gewalt. Wir tun doch bloß so, als hätten wir eine. Ja, mit dem Finger in die Jackentasche gibt er nur auch nicht. Ich guck mal, das ist ja viel hoch, die Kasse da hinten. Ich habe eine bessere Idee. Naja, was sie nur vorhat, ne? Ich habe keine Ahnung, aber sie wird uns ja wohl erklären. So, also, pass mal auf. Ich glaube, das geht. So, hier, Agnes. Hier, den Mantel so über den Arm. Ja, genau, so, so, ne, so. Und nun nimmst du hier den Knirps, ne? Und den hältst du so, dass das nachher aussieht, als wäre das ein Revolver, ne? So, hier. Und das hier ist die Mündung. Mündung? Was für eine Mündung? Von dem Revolver! Und du meinst, ich komme damit durch? Mit der Mündung?
So viel Zeit zum Nachdenken haben die nicht. Und das ist ja dann auch meine Sache. Nicht so, also hier hinstellen. Pass auf. Na gut. Ja, das ist ja noch was. Was denn noch? Wir dürfen überhaupt nichts sagen. Na, überhaupt nicht? Ja, sonst merken Sie das doch gleich, dass wir keine Männer sind. So gut können wir unsere Stimme nicht verstellen. Das brauchen wir gar nicht erst zu versuchen. Wo sie recht hat, hat sie recht. Nee, sie hat nicht recht. Ja, wieso denn nicht? Wir können das ja aufschreiben. Ja, was denn aufschreiben? Lisa, du, ab und an hast du einen richtig guten Einfall, du. Aber wir schreiben das nicht mit der Hand. Nicht mit der Hand, mit den Füßen. Wir schneiden Buchstaben aus der Zeitung raus. Aus der Zeitung? Ja, und dann werden die aufgebackt. Aufgebackt? Uhu. Uhu, aha. Ja. So ist es. Ja. In Flimmerkasten, wenn sie da einen kidnappen, machen sie das doch genauso. Ne? Habt ihr alles 100 Mal gesehen. So, hier. Agnes, pass auf, du kriegst hier nun so einen Zettel zum Probieren. Hier, step back. So. Ja, was soll denn noch alles mitschleppen? Halt den Sattel alle raus. Wir probieren den Banküberfall. So, hier weg. Ein Kunde betritt die Bank. Aufgefallen. Hm? Was noch was? Mhm. Ihr müsst Handschuhe anziehen, dürft ihr nicht vergessen. Handschuhe? Auch wenn die Kälte, ne? Wegen der Fingerabdrücke. Na gut. Mann, dein Herzanfall hast du aber auch gut gespielt. Ja, ja, das muss ich auch sagen. Hätte ich das nicht gewusst, ich hätte es geglaubt. Wirklich. Ja. Ja, ja. So, nun haben wir es durchgespielt. Kann unsere Maskerade nun wieder weg. Wieso? Wie meinst du das denn? Ja, du hast doch gesagt, wir wollen das nur mal spielen. Das haben wir nur gemacht. Und jetzt hat der Spaß sein Ende. Schade, das lief gerade so gut. Mhm. Kommt überhaupt nicht in Frage. Nun geht's doch erst so richtig los. Ich denke, wir gehen nun in eine Bank und versuchen das. Was, du willst ernst machen? Also Hertha, überleg doch mal, das hier, ach, das kann man doch gar nicht vergleichen mit einem richtigen Banküberfall. Ach, ne, ist nun mal Tacheles, nicht? Meinst du nicht, mit das, was wir hier so schön ausbaldowert haben, nicht ausprobieren? Denk du mal an das viele Geld für die armen Leute im Heim, ne, die das brauchen können. Du selbst hast das doch gesagt. Nee, ja, und hast du mal darüber nachgedacht, was passiert, wenn wir hinter Gittern sitzen? Hm. Da können wir nicht mehr helfen und uns hilft auch keiner. Ich glaub nicht, dass wir ins Kittchen kommen. Wir sind zu alt. Ja. Na, wie ist? Bist du mit von der Partie? Ich bin dabei. Ich finde das aufregend. In Ordnung, das ist ein Wort. Wie kann ich mich bloß auf sowas einlassen? Denn geht das nun also los? Wann? Morgen. Morgen 14.30 Uhr. Nett von Ihnen, das muss ich schon sagen. Dankeschön nochmal, nicht? Ja, danke, ja. Nini, gib mir wieder ganz gut, ja. Ja. Nicht? Ja. Doch, doch, eigentlich bestens, ja. Ja, haben Sie auch einen Schrecken gekriegt, nicht? Ja. Also, tschüss, nicht? Ja. Oh, nee, da nicht. Da hinten ist die Haustür. Ja. Gott sei Dank. Mensch. Oh, Mann, du. War das für eine Aufregung, du. Ich kann nicht. Was denn nun?
Geht das schon los? Das gibt's aber nicht, das ist ja schon die Polizei da. Um Gottes Willen. Drei Pederwagen. Ich werde verrückt. 5 Minuten kann's nicht wagen. Aber wo die beiden bloß bleiben, die müssen doch schon lange hier sein. Um Gottes Willen, ist ja wohl kein Malheur passiert, ne? Oh, oh, Mensch, nun sperren sie ja schon die Straße ab. Gott sei Dank, dreimal, das sind sie. So, also was ist denn so verbleibt ihr bei mir? Solche Sorgen, wie ist das möglich? Und ich hab schon gedacht, sie haben euch geschnappt, Mann. Weil im Leben. Oh, na ja, da bin ich einfach. Aufgelaufen. Du warst ja noch nicht zu Hause. Ja. Dann haben wir dich sprechen hören und haben noch einen Augenblick gewartet. Ja. Wir wollten ja keinem begegnen. Ja, aber das war ja so eine nette Frau, nicht? Die mir dabei geholfen hat bei meiner Herzattacke. Ja. Die war so nett, die wollte mich gar nicht wieder alleine lassen. Ich hatte zu tun, sie loszuwerden. Und dann wollte sie mich noch zum Doktor schleppen. Oh, zum Doktor? Ja. Ja. Oh, ein Glück, dass wir so schnell weggekommen sind. Ich hätte das geben können. Ja, ja. Oh, oh, oh nee. Wahnsinn. Du guckst über den Aufstand da drüben. Ja, ein Aufstand. Das ist ja eine Staatsaktion, ne? Oh, da guckt einer nach oben rauf. Weg vom Fenster. Oh, weg, weg, weg. Oh Gott. Oh Gott, nein. So eine Aufregung jeden Tag. Das ist nichts für mich. Ich weiß gar nicht, was du willst. Das war doch ein Kinderspiel, ne? Aber da wenigstens. Ja, das wunderbar. Das lief besser ab, als ich mir das gedacht habe. Ja, ja. Und was die uns für einen Haufen Geld rübergeschoben haben, das nahm ja gar kein Ende. Ja, ach ne, ist nicht eine Zeit doch mal her, nicht? Können wir gleich mal nachzählen, wie viel das ist, ne? Ja, ich hab das Geld nicht. Diese ich auch nicht. Ja, Lisa hat das. Ich? Wie kommt denn da rauf? Da! Da? Da! Ach, und ja, da ist das ja! Oh Gott, nee, man wird alt, ne? Ja, ja. Zeig so, mal her! Ja, 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 so! Oh, Mann, da sind ja haufenweise 1000-Mark-Scheine. Oh, die rosa nehmen die, guck mal. Ja, natürlich. Oh. Ja, und noch stapelweise 100, Herr. Ich muss erst noch meinen Revolver loswerden. Oh, und unsere Kledage müssen wir auch wegkriegen. Ja, gleich, gleich. Jetzt können wir sehen, wie viel das ist. Mhm, Junge, Junge. So, also, pass auf jetzt hier. Oh, mhm. Ja, ja. Damit umgehen kannst, nicht? Hertha, was hast du für flinke Finger? Lisa, nun kann ich wieder von vorne anfangen. Entschuldigung, Entschuldigung. Meine Güte, also nochmal gelaufen. Ja? Also, 100.000 hab ich schon. 100.000! Mach kein Ärger, so viel! Also ich krieg mich gar nicht wieder ein. Du hast noch lange nicht alles. Hier, da sind noch viel mehr in der Tüte. Hier kommt was, Sascha. Hertha, du findest doch mal ein Ende. Ja, was soll ich denn machen? Das nimmt kein Ende. Ach, immer so ein kleines Sparkasse kann doch nicht so viel Geld haben. Das gibt das doch gar nicht. Das gibt das doch gar nicht. Was meinst du, was das hier ist, was? Spielgeld? Ja, das wäre besser für uns gewesen. Das sind über 400.000 Mark. 400.000. Ja, ja, nu. Was machen wir nun? Das ist doch viel zu viel. Ja, und wenn sie uns zu fassen kriegen, wir kommen unser Lebtag nicht wieder aus dem Knast raus. Und wenn wir das wieder zurückbringen? Wie willst du das denn machen, was?
willst wieder hingehen und sagen, Entschuldigung, wir haben Ihre Bank überfallen, aber so viel wollten wir nicht haben. Nee, das geht nicht, da müssen wir nur mit durch. Ja, dann pack alles wieder an, ich muss gar nicht mehr hingucken. Ich werd ganz schwindelig, also nee. Tja, was machen wir denn nun mit dem vielen Geld? Hä? Wir können doch nicht alles an das Heim schicken, das fällt doch auf. Nee, die kriegen immer bloß ein bisschen was, ne? Du, und dann tun wir das in einen Umschlag ohne Absender. Oh, klasse. Dann kriegen Sie das doch raus, wo das Geld her ist. Das sehen Sie doch am Stempel. So, ja. Ah, dann gehen wir in der nächsten Zeit mal ab und an Ella Wooten schön besuchen und dann verstecken wir den Umschlag da so, dass die Richtigen den finden. Na, meine Fähigen, ich muss erst mal meine Kledage loswerden. Visa, du willst dich denn nicht auch erstmal umziehen? Ja, gleich. Ich bin schon so aufregend. Ich kann mich da gar nicht mehr trennen. Nimmst du dich ans Fenster? Sonst sieht man dich. Na, was machen Sie? Das sieht aus, als wenn die Polizei in die Häuser nebenan reingeht. In die Häuser? Ja. Gott. Oh, guck mal hier. Ist das jetzt deine Enkeltochter da? Da drüben ist er, ne? Tatsächlich, das ist ja Kerstin. Ja. Nun geht's in eine Bank rein. Ach, du liebe Zeit. Ach, die will wohl bloß ihren Vater besuchen, du. Ganz schön neugierig, wa? Hast du das gedacht? Nee, du, aber... Nein, aber hier, komm, Lisa, zieh mal erst mal deine Klamotten auf. Ja, ehe die Polizei hier aufkreuzt. Das ist ja so aufregend, das ist ja so aufregend. Komm, kann ich mir verpflichten. Promispiel. Ach, Agnes, du, helf mal eben in der Küche. Dass wir eine Tasse Kaffee kriegen. Wie weit ist Lisa? Ja, die ist gleich fertig. Aber sag mal, warum hast du das auf einmal so eilig? Guck dir das da draußen mal an. Die Polizei sucht schon die Nachbarhäuser ab. 1, 2, 3 pingeln die hier. Oh Gott, und du hast nichts anderes im Kopf als Kaffee trinken. Agnes, wenn die Polizei hier reinkommt, gibt's doch nichts Besseres als Rommyspiel. 3 alte Damen bei Kaffee trinken und Kartenspielen, total unverdächtig. Ja, da hast du recht. Nee, siehst du nicht so, dann komm mal einfach mit, ne? Dass wir den Tisch klar kriegen. Ne? Hertha, Agnes, Hertha, kann man mal eben alle helfen? Ich krieg die Verbanner deinen Schnipfel gehabt! Ah, aua! Herr Agnes, Herr da! Ja, wenn man sie braucht, sind sie nicht da! So. Keiner da? Oma! Na? Dann warte ich, bis sie wiederkommt. Oha. Na, mein Norbert wird das schon wieder in Ordnung bringen. Ach, Leslie, komm mal schnell hier mit her. Ich muss mir noch im Lisa Bescheid sagen, dass sie sich hier mit hinsetzt. Ja. Na, Oma? Na, Kerstin, bist auch da. Habe ich euch erschreckt? Das wollte ich nicht. Nee. Wir hatten nur nicht mit dir gerechnet, ne? Und jetzt bist du auf einmal da und da kann man sich ja den Moment verjagen, nicht? Ach, das nicht. Ach, Gelsen, komm mal hierher, weg. Deck eben den Tisch, ach, ne? Ja, natürlich. Wir wollten nämlich gerade Kaffee trinken. Och, das ist schön. Krieg ich auch eine Tasse? Hast nichts anderes vor? Nee, ich glaub nicht. Ich hol noch ein Gedeck. Das wundert mich ja, dass ihr so ruhig Kaffee trinken könnt. Bei der Aufregung da draußen. Aufregung? Was denn für eine Aufregung? Die Bank haben sie überfallen. Die Bank haben sie überfallen? Was du nicht sagst. Oh, nee, Junge. Was gibt's bloß für eine Schlechtigkeit auf der Welt? Das machst du wohl sagen, ja. Und ihr habt da nichts von gemerkt, was? Nee, da haben wir nichts von gemerkt. Nicht, Agnes? Gediegen. Da unten stehen 5 Polizeiautos. Die sind mit Martinshorn und mit Blaulicht hier angekommen. Und ihr habt da nichts
von gehört. Doch, doch, das haben wir schon gehört. Bloß, wir haben uns da nichts mehr gedacht. Und ihr habt nicht einmal aus dem Fenster geguckt? Nee, das haben wir nicht. Wir sind ja nicht neugierig. Und sag doch mal eben, haben Sie die Kerle schon? Woher weißt du denn, dass das Kerle waren? Ach so, denke ich mir so. Waren es gar nicht, was? Das kann doch auch bloß ein Kerl gewesen sein. Ja, das könnte es auch, ja. Sag mal, und wie war er sich denn wohl unter den Nagel gerissen? So wie Papa mir das eben erzählt hat, müssen das so an die 480.000 Mark gewesen sein. Was? 480.000 Mark? Mir wird übel. Ist was mit Ihnen, Frau Baden? Geht's Ihnen nicht gut? Was denn? Geld, nicht hat er? Nur, das war nicht viel Geld, nicht? Hat sich ja gelohnt für den Kerl, nicht? Ja, was macht er denn nun mit so viel Geld? Weiß ich doch nicht! Er kann da doch nicht auf Sitzen bleiben. Da hat er sicher was mit vor. Wenn ihn die Polizei nicht gleich zu fassen kriegt. Auf so viel Geld kriegt man ja leicht einen heißen Murs. Ja, das macht's wohl sagen. Haben Sie was gesagt, Frau Baden? Ach nee, ich meine bloß, er wird sich bestimmt nicht wohlfühlen mit so viel Geld. Warum das denn nee? Also wenn er das erst in Sicherheit hat, dann kann man da wohl fein von leben, du. Ja, wenn er dann sicheres Versteck für hatte, hat er, wenn... Muss er sich vorher ausgucken. Ja, gerade das ist es. Das dauert nicht mehr lange und dann kommt die Polizei auch hier ins Haus, Oma. Guck doch mal. Wie bitte? Gibt's ja wohl nicht. Die machen da was von, wa? Mensch, das ist ja gerade so wie im Film. Du, Agnes, guck dir das hier bloß mal an. Nee, ich will nicht. Ja, warum denn nicht? Ich habe da keine Lust zu. Ich habe andere Plagen, Hertha. Ja, hast du sowas schon mal gehört? Nun sei doch nicht so lahm. So eine Gelegenheit kommt nicht wieder. Das ist hier Krimi in Natura. Ich sitze gerade so gemütlich. Das kannst du doch später auch noch. Nee, ich stehe hier nicht auf. Wollen wir nicht unseren Kaffee trinken? Der wird sonst kalt. Tja, fehlt da nicht noch jemand? Wo ist denn Frau Carstens? Frau Carstens? Jo. Ach so, Frau Carstens. Ja. Wo ist wohl Frau Carstens? Frau Carstens? Ja, die wird bald kommen. Vielleicht ist sie ja wieder im Schlafzimmer und probiert alte Klamotten an. Ne? Wie kommst du da denn auf? Nächster. Frau Carstens ist wohl mal gerade eben auf Tante Meier. So lange? Nein, dann wird es ja langsam Zeit, dass sie von der Tante wieder runterkommen. Ne? Du sagst das so, ne? Aber bei ihr dauert es meistens ein bisschen länger. Ne? Ach, nicht? Ja, 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 das tut das. Na, ihr müsst das ja wissen. Ach, so eine schöne Tasse Kaffee, das ist doch was. Was? Ja, das ist was Schönes, ja. Du. So. Schenk dir mal ruhig eine ein, ne? Nun habe ich ja die Kekse vergessen. Kerstin, bist du gut, die stehen in der Küche? Klar, Oma. Ich dachte schon, die geht überhaupt nicht wieder raus. Was ist denn bloß mit dir los, Mann? Du machst dein Gesicht wie ein Huhn, was nie vom Ei kommen kann. Nein. Möchte mal wissen, was du für ein Gesicht machen würdest, wenn du auf 480.000 Mark sitzt. Was denn noch? Gott? So, nur haben wir auch was zu knabbern. Ist was, Oma? Nö. Nö, was soll denn wohl sein, ne? Ne, ich wundere mich bloß, wo Lisa so lange bleibt. Ich will mal eben schnell nach ihr gucken, ne? Ich meine, dann macht man sich ja immer am Ende auch noch Sorgen, pass ne? Mal auf, Oma, dass du nicht irgendwo gegenläufst. Oh, ne, was kommt da? Ne, was, das interessiert mich ja auch noch, was sich da draußen noch so alles tut, ne? So, siehst du mal da. So. Ich hab gedacht, du wolltest mal nach Frau Carstens gucken. Ja. So, ihr Lieben, du kommt der gemütliche Teil. Ja. Ich
gedacht, Sie werden gar nicht mehr fertig. Setzen Sie sich mal hin, Frau Carstens. Nee, ich habe mal was mit Frau Carstens zu besprechen. Nicht? Ach, was denn, wenn wir Lisa raus? Frau Carsten hat so ein kleines Problem mit ihrem Gebiss. Das habe ich gemerkt, ja. Und da müssen wir ihr dann immer ein bisschen mit helfen, wenn es nicht recht sitzen will. So. Ja, und das ist ihr so ein bisschen genierlich, wenn einer das merkt. Alte Frauen sind da eigen. Oh, das können Sie laut sagen, ja. Die nehmen ja nicht mal Hilfe an, wenn sie angeboten wird. Na, alles wieder in Ordnung, Frau Carstens. Ja klar, warum wohl nicht, ne? Klar. Frau Carstens kriegt erstmal eine schöne Tasse Kaffee. Oh ja, eine schöne Tasse Kaffee. Dann bin ich auch wieder ein Mensch. Oh, bitte, Lisa. Frisch gekocht. Ja, Gott sei Dank. Na, Frau Carstens, auch was zu knabbern, oder geht das nicht mehr mit den Zähnen? Mhm. Ja klar, warum wohl nicht? Das hat gepingelt. Ja, das hat das. Das wird dann wohl die Polizei sein, ne? Wollt ihr denn nicht aufmachen? Oder habt ihr Angst? Nö, warum sollen wir denn wohl Angst haben, nicht? Aber wer hat denn schon gern die Polizei im Haus, nicht? Will denn keiner hingehen? Gut, dann mache ich das. Überhaupt, ihr sitzt ja verkehrt. Ich habe Angst, dass Sie uns vor eins werden. Halt auf, zu Ruhe, setz dich hin. Sie schmischen. Sie spricht da draußen schon mit jemandem. Dass ihr ja nichts verratet. Ja, du hast gut reden. Wer schreit? Lisa. Nee, nicht immer. Sag mir, du nicht schreit. Los. Hertha. Die ganze Stedalte liegt auf deinem Bett. Bist du dösig? Die muss weg. Ja, die muss schon weg. Das geht ja nicht. Zu spät. Oh Gott. Ja, dann kommen Sie mal rein. Guten Tag, die Damen. Bleiben Sie ruhig sitzen. Darf ich Ihnen Herrn Staller vorstellen? Er ist bei der... Was war das mal noch? Soko-Banküberfall. Ach, was ist denn Soko? Sonderkommission. Richtig. Sie wissen Bescheid, was? Ja. Und wie war noch Ihr Name? Norbert Staller. Und Sie sind? Kommissar. Und richtigen Kommissar. Also nicht, dass ich misstrauisch bin, nicht? Aber ich hätte da noch eine Frage. Können Sie sich ausweisen? Sie haben doch sicher sowas wie so einen Dienstausweis. Klar. Gut, dass Sie fragen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Ja, das haben wir dann nun auch. Vielleicht kann uns der Herr Kommissar nun auch erzählen, warum er hier ist. Ja, das geht um den Banküberfall, der gerade in der Sparkasse passiert ist. Sie haben das sicher mitgekriegt und jetzt habe ich ein paar Fragen an Sie. Ja, dann setzen Sie sich doch hin, Herr Kommissar. Ja. Anne, geh doch weg. Im Sitzen spricht es sich leichter, nicht? Ja. Mögen Sie auch noch eine Tasse Kaffee? Oh, ja, gern, das sage ich nicht nein. Kerstin, eben noch eine Tasse für den Herrn Kommissar. Ich bin schon unterwegs, Oma. Nichts für ungut, meine Damen, aber ich möchte Sie bitten, auf meine Fragen nach bestem Wissen und Gewissen Antwort zu geben. Reine Routinesache, aber es muss sein. Du musst es aufregen. Fragen Sie nur, Herr Kommissar. Ja. So. Ah ja, danke. Danke für die Tasse. Also. Mal sehen, nicht so hier Milch. Nein, danke. Milch. Zucker ist auch da. Danke. Danke, ganz sicher nicht. Zuerst mal muss ich die Namen haben. Sie heißen? Hertha Martens. Und das hier ist Ihre Wohnung? Richtig. 2,5 Zimmer. Und Sie? Nun sag doch, wie du heißt, Mann. Alles Baden, Fasanenstraße 11. Lisa Carstens, Repunali 4. Augenblick, so schnell komme ich ja gar nicht mit. Und Sie? Ich? Ja, die?
hier, das ist meine Enkeltochter, Kerstin Lohmann. Ihr Vater arbeitet drüber in der Sparkasse in gehobener Position. So, das ist ja interessant. Bist du dösig, mich erbraucht, der Kommissar doch gleich zu wissen, Mann. Warum denn nicht? Manchmal sind es die kleinen Dinge, die die Polizei auf die richtige Spur bringt. Urteilen Sie nicht zu voreilig, Herr Kommissar. Da müssen wir immer vorsichtig sein. So, nun erzählen Sie mir doch mal, ob Ihnen was aufgefallen ist. Ja. Ja. Ja, uns sind die vielen Peterwagen aufgefallen. Und es war ja wie im Krimi, nicht? Und dann haben sie die Straße abgesperrt. Das meine ich nicht. Fangen wir es anders an. Wie lange sind Sie hier in der Wohnung? Ich wohne schon über 30 Jahre. Ich glaube, das war anno 1959, ja. Da haben wir den Bauantrag. Das will der Kommissar gar nicht wissen, Oma. Er will wissen, wie lange du heute schon Besuch hast. Oh, so, das ist ja schnell erzählt, nicht? Also, hier Lisa und Agnes, nicht? Die sind gekommen wie immer. So um zwei rum, ne? Ja. Und wann haben Sie gemerkt, dass etwas passiert ist? Ja, das hat Kerstin uns erzählt. So? Ja, ja. Wir hatten gerade Kaffee gekocht, nicht? Mhm. Kaffee gekocht. Und wollten wir Karten spielen. Hier ist nämlich heute unser Rommetag. Und ich bin erst in die Bank gekommen, als das Geld schon weg war. Ich habe noch schnell mit meinem Vater gesprochen und hinterher, da bin ich gleich zu meiner Oma. Ich wollte mal nach ihr gucken. Und sie ein bisschen aushorchen, was? Warum sollte sie denn wohl? Na, ich meine ja nur, so ein Überfall, das ist doch sehr interessant. Und dann fragt man sich doch, wo das Geld abgeblieben ist. Wir haben keine Ahnung, wo einer mit 480.000 Mark. Woher wissen Sie denn, dass es so viel war? Haben Sie das nicht eben selbst gesagt? Nö, ich habe nicht davon gesprochen. Ich habe das vorhin erzählt. Ich weiß das von meinem Vater. Ach, ja. Kerstin hat's erzählt. Ja. So war's ja mal. Ist ja wieder alles in der Reihe, ne? Herr Kommissar, erzählen Sie uns doch mal eben, wie das gewesen ist. Tja. Oh, alles darf ich Ihnen nicht sagen. Dienstgeheimnis. Aber wir suchen nach zwei Männern. Einer hatte einen schwarzen Anzug an. Hertha! Hast du ihn denn nicht gesehen? Du warst doch in der Bank. Ach, sieh mal einer gucken. Ich denke, Sie waren die ganze Zeit in Ihrer Wohnung. Ach so, ja. Habe ich ja ganz vergessen zu erzählen, nicht? Ja. Ja. Nun fällt mir das ja auch wieder ein. Ja, ich wollte ja mir meinen Kontostand zeigen lassen. Ja. Ja, und nun glaube ich das auch mal. Das waren zwei Kerle. Ja, und dann weiß ich bloß nur, dass mich eine Frau nach Hause gebracht hat. Die hat sich nämlich gewaltig um mich gekümmert. Mir ist nämlich schlecht geworden. Kommt Ihnen das nicht etwas sonderbar vor, Frau Martens? Sie kriegen einen Überfall mit, Sie haben einen Anfall und hinterher können Sie sich überhaupt nicht mehr erinnern. Gediegen, nicht? Ja, ist gediegen, nicht? Aber ich bin eine alte Frau und da kann das wohl mal malören, nicht? Und was sagen Sie dazu, dass die zwei Männer in dies Haus gelaufen sind? Es hat Zeugen gegeben. In dies Haus? Oh, nicht möglich. Haben Sie das Haus denn schon durchsucht? Das machen meine Kollegen gerade. Aber ich kann Sie nur warnen, mit nichts hinterm Berg zu halten. Nee, wir werden schon aufpassen. Das meine ich auch. Wann genau waren Sie in der Bank? Gleich, als Sie aufgeschlossen haben. 14.30 Uhr. Schlag halb drei also. Und wo waren Sie beide? Das haben wir doch gesagt, wir waren schon um zwei hier. Ja, genau so ist es gewesen. Ach, dann waren Sie beide hier ganz allein? Ja, wir sind alte Freunde, nicht? Ja, und die kann man ja wohl allein in der Wohnung lassen. Merkwürdig, Oma. Das musst du mir mal erklären. An deinem Rommi-Tag gehst du in die Bank. Das machst du doch sonst auch nicht. Ach, was geht dich das an, wann ich in meine Bank gehe? Ich glaub fast. Sie drei haben mir noch nicht alles erzählt, was Sie wissen. Willst du mal nicht schieflaufen? Was soll schieflaufen? Malen Sie doch bloß auf, Mann. Sie machen uns alte Menschen ja ganz hibbelig. Ja, Sie machen ein richtiges Verhör mit uns, als wenn wir das wären, die Sie suchen. Halt den Mund! Du bringst uns in den größten Schlamassel! So ein bisschen verdächtig wird's mir schon. Sie wissen doch was? Nee, ich weiß nicht. Gar nichts. Wir haben nichts gesehen. Und nichts gehört. Wie die drei Affen. Und gerade das kommt mir bös verdächtig vor.
So alte Damen sind doch sonst immer so neugierig und kriegen alles mit, was sie nicht wissen sollen. Also wollen sie uns nun so kommen? Beleidigen lassen muss ich mich hier nicht. Aber wer will sie denn beleidigen? Ich glaube bloß, dass sie mehr wissen, als sie zugeben wollen. Vielleicht stecken sie ja sogar mit den Kerls unter einer Decke. Also das ist doch die Höchste! Das müssen wir uns hier nicht gefallen lassen, Herr Kommissar. Ich kann auch gleich eine Hausdurchsuchung machen, wenn Ihnen das lieber ist. Hausdurchsuchung? Warum das denn? Ach, das darf er doch gar nicht. Da muss er erst wohl Durchsuchungsbefehl vorlegen. Ja, Durchsuchungsbefehl. Ja. Ja, machen Sie sich mal keine Sorgen drum. Den kann ich schnell kriegen. Und ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. Aber vielleicht geht's ja auch im Guten. Frau Martens? Ja? Was ist da hinter der Tür? Da ist mein Schlafzimmer. Ihr Schlafzimmer? Und das Bad. Und das Bad? Kann ich da mal eben reingucken? Nee, das können Sie nicht. Lass dir nichts gefallen, Hertha! Und warum geht das nicht? Weil... Ach Gott. Ich habe da noch meine ganze Leibwäsche auf der Zentralheizung. Das macht doch nichts. Ich will da bloß mal eben reinkommen. Nee, kommt nicht in Frage. Sagen Sie Ihrer Oma, sie soll da weggehen. Was kriegt wieder nu? Meinst du nicht, Oma, das wäre besser, wenn du den Kommissar da mal reingucken lässt? Oder hast du was zu verbergen? Also nur von du hier auch noch an. Wir sind doch kein Polizeistaat, wo jeder hergelaufene Kommissar tun und lassen kann, was er will. Ich hab hier doch auch Rechte. Nicht nachgeben, Hertha. Das kommt Sie teuer zu sehen, Frau Martens. Das ist Widerstand gegen die Staatsgewalt. Sie behindern die Untersuchung. Gehen Sie da weg. Nee, das tue ich nicht. Gut. Dann sage ich Ihnen jetzt auf den Kopf zu. Sie werden verdächtig, die beiden Männer in ihrer Schlafstube versteckt zu haben. Das ist ja nicht wahr! Ob das wahr ist oder nicht, davon will ich mich selbst überzeugen. Geben Sie die Tür frei. Bloß über meine Leiche! Und darauf will ich an Ihrer Stelle nicht bestehen! Ah! Los! Ah! Hinsetzen! Ah! Alle vier! Ah! Ja, jetzt bald! Glauben Sie bloß nicht, ich lass mich für dumm verkaufen. Na, das ist ja ein Ding. Jetzt geht mir ein Licht auf. Das gibt gar keine Männer. Wer von euch dreien war das? Ach nee, auf die Frage kann ich mir selbst eine Antwort geben. Frau Carstens und Frau Bargen waren's. Und Frau Martens hat mit ihrem Anfall die Leute abgelenkt. Stimmt? Gut. Nun die andere Frage. Wo ist das Geld? Los, wird's bald! Wir haben kein Geld! Das glaube ich euch nicht. Ihr hattet keine Möglichkeit, das irgendwo hinzubringen. Das Geld ist hier, ich kann's riechen. Meinen Sie nicht, Herr Kommissar, Sie haben nun genug Eindruck auf die alten Leute gemacht. Sie können Ihre Pistole wieder wegnehmen. Das könnt ihr wohl so passen, meint er. Nee. Die lege ich nicht eher wieder weg, bis ich das Geld habe. Er meint es ernst, Herr Tag. Da kannst du dich drauf verlassen. Ich kann nicht mehr, mir wird schlecht. Nicht doch, nicht doch. Dein Anfall brauchst du mir jetzt nicht vorzuspielen. Los, komm hoch. Zeig mir, wo das Geld ist. Robert, hör doch auf. Das geht zu weit, das war nicht abgemacht. Du bringst sie ja um. Halt's Maul, Kerstin. Glaubst du, wo ich so schnell und so leicht zu so viel Geld kommen kann, das lasse ich mir entgehen? Du Schuwjak. Du Mistkerl. Und dir habe ich vertraut und dich wollte ich heiraten. Heiraten? Eine schöne Zeit mit dir, Kerstin, sicher. Aber alles, was ich wollte, war dein Geld. Ach, hör auf zu heulen. Und du, Oma, komm ran und zeig mir, wo das Geld ist. Na los, oh, gib mir zwei. Was ist denn? Oh, was jetzt denn? Oh, oh, was soll denn das? Das liegt doch nicht um Oma. Oh, oh, Oma, mach doch die Augen auf, Oma. Was war das? Hol doch einer die Polizei und die Krankenwagen. Ihr bleibt, wo ihr seid! Sie sind der Killer, sind Sie ja! Ich hoffe, dass die Polizei Sie zu fassen kriegt! Die Kripo, Sie! So schnell nicht! Denn mit dem Geld setze ich mich nach Südamerika ab. So weit wirst du nicht kommen! Dafür sorge ich schon! Das wirst du nicht tun! Sonst musst du der Polizei auch erzählen, dass deine Oma die Bank überfallen hat. Und du weißt ja, was das bedeutet. Lasst euch gut gehen. Auf Nimmerwiedersehen. Du Lump, du!
Ich glaube, wir müssen den Doktor rufen. Ja, tut nicht nötig. Ist er weg? Ja. Oma, Gott sei Dank, du, ich hab schon gedacht... Nee, mein Dirn, so schnell nun auch wieder nicht. Ach ja, kann mir mal einer eben mit hochhelfen. Na ja. Besten Dank. Ach, mir fällt ein Stein vom Herzen. Mhm. Dann war das gar kein richtiger Anfall? Nee, war das nicht. Du hast uns ja einen schönen Schreck eingejagt. Hast es ja besser gemacht als vorhin in der Bank. Ja. Ich hatte ja auch schon mal geübt, ne? Ich muss mich erst mal hinsetzen. Das hält ja kein Mensch aus. Wenn ich das gewusst hätte, was dabei rauskommt. Und ich bin schuld. Was? Schuld? Ja, mein Dear. Du hast uns ein bisschen was zu erklären, ist nicht so? Ja. Ich habe das gestern rausgekriegt, was ihr vorhabt. Und da habe ich Norbert gesagt, er soll euch ein bisschen Angst machen, damit ihr das nicht tut. Ach, Norbert ist dein Freund. Gewesen. Ich konnte doch nicht wissen, was das für ein Halunke ist. Dass ich heute draußen die Polizei gesehen habe, da habe ich gleich gewusst, dass ihr das wart. Und als Norbert dann vorhin kam, da habe ich ihm alles erzählt, damit er sich darauf einstellen kann. Ich hab euch doch bloß helfen wollen. Und ich konnte doch nicht zulassen, dass meine Oma in den Knast geht. Ach ja, mein Dear. Das ist denn ja ein teures Lehrgeld, was wir alle bezahlt haben, ne? Ja, ja. Und wir sind ab mit dem Geld. Was? Das habe ich ja gar nicht so schnell mitgekriegt. Und ich hab gedacht, das hier ist ein sicheres Versteck. Da hat er das noch gar nicht gefunden. Das war doch in der Kommode. In der Kommode? Das ist ja wunderbar. Denn kommt er ja nicht bis nach Südamerika. Denn was er hat, ist unser Übungsgeld. Hier ist doch alles da. Aber das bringst du nur gleich wieder zurück, Oma. Nö. Nee, das kommt überhaupt nicht in Frage. Dies kriegen so peu à peu die armen Leute im Heim am Wald. Aktion Abendsonne. Nun weiß Kerstin das aber. Das ist ja ihre Sorge. Aber ich glaube nicht, dass sie ihre Oma verraten wird. Ach was, Oma. Aber wenn der Freund das so merkt, dass er verkehrte Geld hat. Wenn der zurückkommt, haben sie ihn doch gleich beim Wickel. Wieso das? Kartenspieler haben flinke Finger. Oma! Was ging die Kriegskasse an? Doch ein wunderbarer Beweis, nicht? Und die suchen ja Männer. Ja, aber wenn sie ihn zu fassen kriegen, dann erzählt er das doch von uns. Ja. Wer soll ihm denn glauben, nicht? Hast du schon mal gehört, dass drei alte Damen eine Bank überfallen haben? Ich hab keine Ahnung. Oma, du bist doch wirklich ein Ast, du. Na, dann gib mir mal die Brieftasche, die werde ich nun gleich an die richtige Stelle bringen. Na, denn hier hasse. So, was ist nun? Wollen wir nun Karten spielen? Na klar. Nichts geht doch über so ein schönes, reelles Robby zu dritt, was? Aber Oma, ja. Eine Sache musst du mir versprechen. Du überfällst nie wieder eine Bank. Nee, mein Dear, das tue ich nicht. Ist mir viel zu aufregend. Oh, dann ist ja gut. Gott sei Dank, du hast nur die Nase voll von der Bank. Ja. Aufregend war das ja nicht. Nee, eine Bank wird nicht mehr überfallen. Ich hab mir gedacht, das nächste Mal können wir uns an Juwelen halten.